Genozid wurde in der US-Politik mit dem Memorandum für nationale Sicherheit 200 von Kissinger 1974-75 offen zum Thema gemacht. Es hieß, dass, falls es Bevölkerungswachstum in Dritte Weltländern gibt, diese Nationen mit den USA um die begrenzten natürlichen Ressourcen konkurrieren werden, auf welche die USA den alleinigen Besitzanspruch erheben. Ich war persönlich auf der Weltnahrungsmittelkonferenz der Globalen Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation in Rom im Dezember 1974, wo auch Kissinger anzutreffen war. Und ich hatte einige Flugblätter verteilt auf dieser Konferenz und die Reaktion darauf war, dass das UN-Sekretariat mich aus der Konferenz rausschmiss. Nicht, weil ich irgendwie die Betriebsamkeit behindert hätte, sondern einfach, weil ich die offensichtlichen Implikationen der Vorgänge aufzeigte. Auf derselben Konferenz brachte ein sowjetischer Abgesandter einen nützlichen Beitrag. Er sagte, wenn man die existierenden handelsüblichen Technologien für jeden zur Verfügung stellen würde, hätte man kein Problem mit 35 Milliarden Menschen auf der Welt. Das demografische Potenzial ist immer noch sehr groß, es gibt sehr viel Platz, aber sie schmissen mich raus. Die Argumentation Kissingers war, stopp Bevölkerungswachstum in Dritte Weltländern, weil diese sonst die vorhandenen Ressourcen ausschöpfen. Ich freue mich, heute Mitglieder meines Teams für Wissenschaft und Technologie vorzustellen. Dr. John Holdren hat sich bereit erklärt, als Präsidentenberater für Wissenschaft und Technologie zu dienen, sowie als Direktor des Büros im Weißen Haus für Wissenschaft und Technologie. John P. Holdren ist nun der Boss für Wissenschaft im Weißen Haus unter Obama. Er ist der Vorsitzende des Rates für Wissenschaft und Technologie im Weißen Haus. Ein Berater von essentieller Bedeutung, der jetzt im neuen Präsidialamtsgebäude in Washington, D.C. arbeitet. Dieser Mann ist ein Fanatiker und Anhänger von Malthus. Er folgt den Theorien von Bentham, Malthus und Darwin. Mit anderen Worten, die wichtigsten Philosophen des britischen Imperiums im 19. Jahrhundert und die Quelle der reaktionären und menschenfeindlichen Ideologie in jener Zeit. Er ist ein radikaler Umweltschützer, ein ökologischer Fanatiker, ein glühender Exzentriker, ein Spinner. Die Implikationen seines Glaubensgerüstes und seiner Weltanschauung sind Völkermord. Er ist insbesondere ein Feind der traditionellen amerikanischen Sichtweise auf die Welt. Holdren polemisiert in seinen Büchern gegen Leute, die er Fortschrittsgläubige nennt. Leute, die denken, dass die Früchte der Natur und der Produktion grenzenlos wären. Und er sagt, das ist nicht wahr. Es gibt Grenzen des Wachstums und wir müssen innerhalb dieser Grenzen leben. Er polemisiert gegen Wachstumskompetenz, der Glaube, dass man eine Krise durch Wachstum überwinden kann. Laut Holdren ist diese Tür für uns alle dauerhaft geschlossen. Und insbesondere sagt er, dass er die Mondflugmentalität des Durchschnittsamerikaners hasst. Also die Grundhaltung, dass man mit der geeigneten nationalen Mobilmachung, mit Technologie und politischem Willen alles erreichen, sogar Menschen auf den Mond oder in den Weltraum bringen kann. Holdren ist also tiefschürfend anti-amerikanisch. Er ist ein Pessimist, kulturell und im historischen Sinne. Er nennt sich selbst einen Neo-Malthusianer. Der Kern seiner Weltanschauung lautet, die Bevölkerung ist die Wurzel aller Probleme der Menschheit. Das heißt, die Menschen verschmutzen. Sie sind das Krebsgeschwür des Planeten. Das zentrale Problem im Ökosystem ist die Rolle des Menschen. In Wirklichkeit könnte das bestehende Ökosystem nicht überleben ohne den konstanten Einfluss menschlicher Produktion. Das lässt sich sehr einfach zeigen. Holdren begann seine Karriere in den 1970ern zusammen mit Paul Ehrlich, einem Scharlatan, Vernebler und Verrückten, der das Buch Die Bevölkerungsbombe schrieb.
Ehrlich war überzeugt, dass die Weltbevölkerung außer Kontrolle geraten wäre und dies zu einem Zerfall der menschlichen Zivilisation gegen Ende des 20. Jahrhunderts führen würde. All das gehört zusammen mit der Kampagne namens Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, Leute wie Aurelio Pichés. Das ist quasi das intellektuelle Milieu, aus welchem Holdren stammt. Es gab keine Bevölkerungsbombe. Es ist einfach ein Hirngespinst. Es ist nie passiert. Die Bevölkerung in Europa schrumpft. Man muss nur die Kinderraten dieser Völker betrachten. Das Gleiche sehen wir in Japan und Russland. Sie haben alle ein demografisches Problem, das nichts mit Überbevölkerung zu tun hat, sondern mit einer schrumpfenden Bevölkerung. China hat demografische Probleme, die verursacht wurden durch die Zwei-Kinder-Politik. In den USA würden wir einen Bevölkerungsrückgang erleben, wenn es nicht den starken Zustrom von Immigranten gäbe. Es gab niemals eine Bevölkerungsbombe. Aber Holdren revidiert oder ändert deswegen seine pseudowissenschaftliche Weltanschauung nicht. Die Bevölkerung ist das Problem, heißt es. Er sieht sich in den frühen 1970er Jahren in der Welt um und schreibt in einem seiner Bücher: Manche Länder haben dermaßen große Bevölkerungen, dass man sie ausselektieren müsse. Wir sollen sie fallen lassen, ihnen keine weitere Lebensmittelhilfe geben, keine Kredite mehr, keinerlei Hoffnung. Welche Länder meinte damit? Er sagt, Indien ist wahrscheinlich auf der Liste. Indien. Hunderte Millionen Leute, und Holdren sagt, verbannt sie in die äußerste Finsternis. Dann sagt Holdren über Bangladesch mit seinen mehreren 100 Millionen Menschen, sicherlich müsste Bangladesch ausselektiert werden. Gebt ihnen nichts. Erneut die Verknüpfung zum Genozid. Die Vorstellung, ein ganzes Land im Verderben zu überlassen, katapultiert Holdren in eine Sphäre, die weit über die Hitlers hinausgeht, in Bezug auf die resultierende Anzahl der Opfer durch Politik. Er hasst Wissenschaft und Technologie. Er möchte diese Disziplinen begrenzen. Er betrachtet sie als Gefahr für das, was er als soziale Ordnung versteht, und für die anderen Ansichten von Scharlatanen und Falschmünzern wie er selbst. Er sagt, er möchte ein Wissenschaftsgericht etablieren, das entscheiden würde, welche Erfindungen realisiert werden dürften und welche verboten werden müssen. Das ist unglaublich. Das würde im Prinzip die Quelle menschlichen Fortschritts austrocknen und uns alle dem Stillstand und ewigen Ruin ausliefern. Holdren glaubt, dass es eine optimale Weltbevölkerungsgröße bzw. Belastungsgröße gäbe. Nun, die Idee der Belastungskapazität stammt von den Schriften eines venezianischen Spinners namens Gianmaria Ortez, der ungefähr 1790 schrieb, dass das oberste Limit der Weltbevölkerung 3 Milliarden Menschen wäre. Falls man über diese Zahl hinausgerät, folgten Hungersnöte und Hungertote, und es würde sich dadurch immer wieder der Wert von 3 Milliarden Menschen einpendeln. Holdren ist sogar noch schlimmer als Gianmaria Ortez. Er ist noch schlimmer als Malthus, der in die Fußstapfen Ortez trat. Holdren sagt, dass die optimale Weltbevölkerung 1 Milliarde sei. Herr Schellnhuber hat uns aber dennoch den Gefallen getan, in der Vorbereitung des Klimagipfels in Kopenhagen 2009 folgende Aussage zu treffen, die doch ein gutes Schlaglicht darauf wirft, woran man hier eigentlich denkt. Er sagte, zynisch betrachtet ist das ein Triumph für die Wissenschaft, denn wir haben endlich wenigstens etwas stabilisiert, nämlich die Schätzung, wie viele Menschen unser Planet tatsächlich tragen kann, weniger als 1 Milliarde. Denn wir haben endlich wenigstens etwas stabilisiert, nämlich die Schätzung, wie viele Menschen unser Planet tatsächlich tragen kann. Weniger als 1 Milliarde. Weniger als 1 Milliarde. Weniger als 1 Milliarde. Weniger als 1 Milliarde. Holdren says that the optimum world population is 1 billion. Now let's pause. Zu der Zeit, als Holdren dies schrieb, war die Weltbevölkerung bereits auf 4 Milliarden angestiegen. Wenn man heute immer noch sagt, dass die optimale Weltbevölkerung 1 Milliarde wäre, würde das bedeuten, dass 5 Milliarden Menschen verschwinden müssten. Nochmal, dies sind Größenordnungen, von denen Hitler, Stalin oder Mao niemals auch nur träumten. Nur in den Köpfen von Fanatikern wie Holdren gibt es Genozide diesen Ausmaßes.
Holdren sagt, und hier sollten die Dritte Welt und die Schwellenländer genau zuhören, das hauptsächliche Problem auf der Welt, das von der Politik zu lösen ist, sei nicht etwa mangelnde wirtschaftliche Entwicklung, sondern man müsse weltwirtschaftliche Entwicklung stoppen. Er ist sehr besorgt, dass Länder wie China und Indien, dass Regionen wie Lateinamerika, Südasien oder Afrika südlich der Sahara versuchen werden, die Entwicklung der USA, Europas und Japans nachzuahmen. Und Holdren meint, dies wäre katastrophal. Wir müssen stattdessen die Entwicklung dritter Weltländer aufhalten. Wir müssen die dritte Welt davon überzeugen, zu bremsen. Und wir müssen eine Demontage weltweit institutionalisieren. Mit anderen Worten, dreht die Zeit zurück, macht Fortschritt rückgängig und geht zurück zu einer Zivilisation wie vor der Industrialisierung. Eine Zivilisation vor der Industrialisierung bedeutet eine Lebensspanne von nur 30 bis 35 Jahren. Das Leben wäre unangenehm, brutal und kurz, wie es Hobbes bezeichnete. Giuliano Amato, ehemals Vizepräsident des sogenannten Europäischen Konvents, der die europäische Verfassung ausarbeitete, gab in einem Interview einen Einblick darin, auf welchem Gedankengut die EU in ihrer heutigen Form ruht. In einem Interview mit La Stampa am 12. Juli 2000 erklärte Amato: Und warum sollen wir nicht in die Zeit vor Hobbes zurückgehen? Das Mittelalter hatte eine viel reichere Humanität und eine Diversität der Identität, die ein Vorbild sein kann. Das Mittelalter ist schön. Das Mittelalter hatte eine viel reichere Humanität und eine Diversität der Identität, die ein Vorbild sein kann. Das Mittelalter ist schön. Wie schön dieses neue Mittelalter sein kann, in dem es keinen souveränen Nationalstaat mehr gibt, der das Gemeinwohl verteidigen könnte, das erleben gerade Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen, deren Lebenserwartung angesichts der Kürzungen im sozialen Bereich auch bald wieder bei der des Mittelalters angelangt sein dürfte. Das ist, was Holdren für uns und unsere Familien möchte. Um das durchzusetzen, will er ein überstaatliches Monstrum, das er als planetäres Regime bezeichnet. Eine Art Weltimperium, eine überstaatliche Regierung für die ganze Welt, die jedes einzelne Detail des menschlichen Lebens kontrollieren soll. Angefangen mit dem globalen Allgemeingut. Alles, was Auswirkungen hat auf die Luft, den Boden und die Meere, würde internationalem, überstaatlichem Einfluss unterliegen. Wie der internationale Währungsfonds hoch 10, allerdings nicht nur beschränkt auf die Wirtschaft, sondern für jeden Lebensbereich. Die Temperatur in deinem Wohnzimmer, was für ein Auto du fährst, die Menge an Nahrung, die du bekommst, ob du ein Haustier haben darfst oder nicht, jedes noch so winzige Detail deines Alltags. Für einzelne Staaten wie zum Beispiel die USA empfiehlt Holdren ein Populationsgesetz, das die Grenzen einer akzeptablen Bevölkerungsgröße festlegt. Die Frage ist, was passiert, wenn man überschüssig ist, oder was passiert, wenn man nicht als nützlicher Esser deklariert wird? Das erklärt Holdren nicht im Detail, aber es ist eindeutig, dass es einem dabei nicht sonderlich gut ergehen wird. Nach Holdrens Ansicht ist also eines der Elemente eines Populationsgesetzes die Regulierung der Größe von Familien. Das ist genau das, was China getan hat in der Zeit nach Mao, nämlich die Zwei-Kinder-pro-Familie-Politik. Somit greift der totalitäre Staat in die privatesten Entscheidungen der Familien ein und der Bereich der individuellen Verantwortung wird größtenteils wegfallen. Holdren ist gewillt, so gut wie alles zu unternehmen, um zuallererst die Geburtenrate zu verringern. Das ist sein erstes Ziel. Anschließend will er ein Nullwachstum erreichen. Dann anschließend soll die Weltbevölkerung schrumpfen. Die Erfahrungen aus China zeigen, dass man dabei einen Wirtschaftskollaps riskiert, was Holdren aber wenig interessiert, da er ein Fanatiker ist. Zu was wäre er also bereit? Er spricht über verschiedene Arten von Zwangssterilisierung, beispielsweise chirurgische Eingriffe an Männern. Er sagt, dass es in Indien ein Gesetz gab, das Angestellte des Staates dazu verpflichtete, eine Vasektomie durchführen zu lassen, wenn die Familie zwei Kinder hat.
Seiner Meinung nach könnte man darüber nachdenken, ein ähnliches Gesetz zu übernehmen. Er nennt sogar Zwangsabtreibung. Mit so etwas hat China nach der Mao-Zeit experimentiert. Er will genehmigungspflichtige Geburten. In anderen Worten, einer Frau wird es verboten sein, ein Kind zu bekommen, wenn sie nicht vorher eine wiederverkäufliche Gebärlizenz erworben hat. Was passiert dann, wenn Goldman Sachs in diesen Markt eintritt? Da Frauen ja diese Lizenzen erwerben möchten, kann der Preis hundertfach nach oben getrieben werden und niemand kann sich diese Lizenzen mehr leisten. Was passiert mit Babys, die unerlaubterweise, also ohne Erlaubnis geboren wurden? Bis es soweit kommt, möchte er in der Zwischenzeit andere Dinge durchsetzen, wie zum Beispiel Norplant, eine Kapsel unter der Haut, die Chemikalien ins Gewebe abgibt und es Frauen unmöglich macht, schwanger zu werden. Zwangssterilisierung, Zwangsabtreibungen, erzwungene Vasektomien, Geburtslizenzen, Implantate unter die Haut. Viele solche Möglichkeiten von vorgeschriebenen, verpflichtenden Methoden. In Bezug auf Zwangssterilisierungen sagte Holdren, dass man auch Chemikalien in Nahrungsmittel und ins Trinkwasser zusetzen könnte, aber er glaubt, dass die anderen Methoden schlicht effektiver wären. Er spricht auch von anderen Methoden der Überzeugung, oder besser gesagt Nötigung. Wenn du mehr als zwei Kinder in deiner Familie hast, dann gibt es keine weitere Bildung mehr auf Staatskosten. Das dritte Kind muss dafür zahlen, um auf die öffentliche Schule gehen zu dürfen. Wenn du in staatlichen Siedlungen wohnst, kannst du in manchen Ländern bereits heute dort hinausgeworfen werden, wenn du ein drittes Kind bekommst und du wirst obdachlos. Er ist außerdem dafür, Familien Babys wegzunehmen. Er sagt, wenn ein Teenager, also ein Minderjähriger, ein uneheliches Kind bekommen hat und kein potenzieller Ehemann vorhanden ist, dann sollte der Staat sich dieses Kind greifen und es adoptieren lassen. Man kann sehen, dass Holdren ein Kollektivist ist. Er ist jedoch nicht ein Kollektivist im Sinne von Marx. Ich würde ihn eher als einen Kollektivisten bezeichnen, der sich auf Rousseau bezieht. Und das aus zwei Gründen. Bedenke zunächst, dass es zwei Rousseaus gab. Einer davon ist der Rousseau, der sagt, dass der edle Wilde das Ziel des menschlichen Lebens sei. Mit anderen Worten, je primitiver du bist, je weniger Zivilisation du hast, desto besser bist du. Wenn du darüber nachdenkst, ist Rousseau in dieser Weise einer der einflussreichsten Philosophen der Gegenwart. Weil er im Prinzip sagt, dass primitive Gesellschaften besser seien als korrupte, moderne Gesellschaften, dass wir zurückgehen sollten zur Natur und zurück zu den Lebensweisen dieser rückständigen Völker. Aber dann gibt es noch die andere Seite Rousseaus, wo es um den kollektiven Willen geht. Der späte Rousseau schreibt über diesen kollektiven Willen, dass das Individuum nichts zählt, verglichen mit dem kollektiven Willen. Das ist im Prinzip die Philosophie der Schreckensherrschaft während der Französischen Revolution. Und diese Philosophie hat sich Holdren mehr oder weniger angeeignet. Ich würde ihn einen rousseauischen Fanatiker nennen und ihn gleichzeitig als Malthusianer Darwinisten und einen Bentham-Anhänger bezeichnen. Er möchte den edlen Wilden, die Zivilisation, zurück ins vorindustrielle Zeitalter bringen, wobei man dann gar nicht mehr von einer Zivilisation sprechen kann. Und gleichzeitig möchte er uns den Kollektivwillen aufdrängen. Er schreibt sogar über Kindsmord. Er sagt, dass Kindsmord in vielen primitiven Völkern vorgefunden werden kann. Und er sagt, dass das wohl bedeutet, diese Gesellschaften hielten das Überleben der Gruppe und des Kollektivs für wichtiger als das Individuum. Das spricht Bände über Holdrens Vorstellungen über Zivilisation. Eine Form der Barbarei. Noch einmal, in Holdrens Welt gibt es zwei hauptsächliche Übel. Das eine ist Überbevölkerung, das andere ist industrielle Verschmutzung. In der Realität sind die hauptsächlichen Übel Armut, Unwissenheit, Krankheiten, Rückständigkeit, Analphabetismus und so weiter. Das hauptsächliche Übel in der heutigen Welt ist eine massive Unterproduktion der meisten Güter, die die Menschen benötigen. Essen, Kleidung, Behausungen, Transportmöglichkeiten, Jobs, Gesundheitsversorgung und so weiter. Es herrscht ein Mangel an all diesen Dingen. 1 Milliarde Menschen auf der Welt steht kurz vorm Verhungern aufgrund der Situation am Weltmarkt für Nahrung und die Tatsache, dass wir fast keine großen Nahrungsmittelvorräte mehr haben. Es gibt momentan außerdem ungefähr 2 bis 3 Milliarden Menschen, die mit weniger als 1 Euro pro Tag auskommen müssen. Holdren schaut auf diese Welt und sagt, der Grund für Armut ist Überbevölkerung. Ich sage, nein, der Grund für Armut ist Unterproduktion der wichtigsten Güter.
Eine Frage an Holdren. Wenn du eine Gruppe an Menschen hast und du willst jedem dieser Menschen einen Hut geben, es sind aber nicht genügend Hüte für jeden da, was machst du dann? Ich würde sagen, produziere mehr Hüte. Holdren sagt, fang an, Köpfe abzuschneiden. Das ist Holdren. Als Anhänger Benthams, Malthus und Darwins haben sich Holdren weitere Leute in dieser Administration von Fanatikern angeschlossen. Betrachten wir Cass Sunstein, den Chefberater für Verwaltungsrecht. Sunstein ist der Wegbereiter der sogenannten behavioristischen Ökonomie. Er möchte dich in bestimmte Richtungen schubsen und dich überzeugen, bestimmte Dinge zu tun. Das Problem ist, dass der Schubser kein netter Schubser ist. Der Schubser verändert sich zu einem Viehtreiberstock und dann zu einem Bajonett und dann zu einer Maschinenpistole und zu Gott weiß was noch alles. Das ist Cass Sunstein. Er ist ein ehemaliger Juraprofessor an der Universität von Chicago. Er zitiert Bentham ständig. Sunstein sagt, dass Tiere gesetzlich verbriefte Rechte besitzen sollten. Darunter das Recht, von Anwälten bei einem Gericht vertreten zu werden. Für die meisten Menschen ist Sunstein wohl ziemlich extrem, aber in der Administration von Obama ist Sunstein noch vergleichsweise gemäßigt. Sunstein möchte Tieren Rechte geben, Holdren möchte hingegen gesetzlich verbriefte Rechte an Bäume geben, sodass Bäume von Anwälten vertreten werden können. Somit können Entwicklungsprojekte blockiert werden, weil man mehr Bäume braucht. Nun, ich bin natürlich nicht gegen Bäume. Wenn du mehr Bäume willst, dann pflanz welche. Während der New Deal-Reform gab es damals eine Aktion mit dem Namen Shelter Belt, wo ein paar hundert Millionen Bäume gepflanzt wurden in der gesamten Mittelregion der USA, um das Klima zu verbessern. Es war der Versuch, Herr über das Trockengebiet in Oklahoma in den 1930ern zu werden. Das funktioniert, wenn man Bäume pflanzt. Bäume sind wichtig, aber nochmal, mit Holdren werden wir Bäume haben, die von Anwälten vertreten werden, welche es verhindern würden, dass menschliche Bedürfnisse befriedigt werden. Grob gesagt ist die Malthus-beeinflusste Bewegung für Nullwachstum, radikalen Umweltschutz und extreme Ökologie der späten 60er und frühen 70er Jahre der Vorläufer, der die Grundlage vorbereitete für die radikale Deindustrialisierung der USA in den späten 70er und dann 80er Jahre, die sogenannte große Kehrtwende, bei der die USA von einer Industriemacht zu einem postindustriellen Schutthaufen verwandelt wurden. Ein Schlüsselmoment ist 1968, als der Club of Rome gegründet wurde. Aurelio Peccei und Alexander King. Alexander King gab einmal zu, dass der gesamte Zweck der ökologischen Bewegung darin bestehe, die dritte Welt von der Entwicklung abzuhalten und sicherzustellen, dass es weniger braune und schwarze Menschen auf der Welt gäbe, weil das ein Problem sei für die angelsächsische Herrenrasse. 1972 wurde das Magnum Opus der Scharlatane und Spinner Meadows und Forrester veröffentlicht, namens Die Grenzen des Wachstums. Laut diesem Werk hätte die Welt bereits längst untergehen müssen, weil die Rohstoffe aufgezehrt wären bei dem hohen Verbrauch. Aus dieser Arbeit heraus entstand die grüne Bewegung Amerikas und etwas bis dato Unbekanntes, eine Vielzahl von radikalen Umweltschützern. Insbesondere Malthus war früher ein schmutziges Wort unter Linken, weil er als britischer Imperialist betrachtet wurde. Marx und Engels mussten Malthus angreifen, ansonsten hätten sie nicht in den linksprogressiven Kreisen verkehren können. Aber ab den 1970ern wurden im Zuge der Entwicklungen Leute wie Malthus oder Darwin als die Guten bezeichnet, obwohl beide in Wahrheit eher finstere Gestalten, Scharlatane und Spinner waren. Das war die Vorbereitungsphase. Dann gibt es Leute, die sagen, dass eine Dienstleistungsgesellschaft besser sei. Es gab das sogenannte Triple Revolution Committee. Die britische Regierung von Edward Heath und Howard Wilson von der Arbeiterpartei verkündete, dass Lebensqualität wichtiger sei als Produktion. All das sind Wege, um die Idee der Deindustrialisierung salonfähig zu machen. Der Königsweg dafür in den USA stammte jedoch von Paul Adolf Volcker, von der Trilateralen Kommission, der vom trilateralen Jimmy Carter berufen worden war. Auf sein Geheiß hebte die US-Zentralbank Federal Reserve den Leitzins auf nie dagewesene Höhen an, 22%, was bedeutete, dass für die meisten Menschen die Zinsen bei 30 oder gar mehr Prozent lagen für Hypotheken und andere Darlehen. Was Volcker fertigbrachte, war im Prinzip die industrielle Grundlage der USA zu zerstören. Es wurde unmöglich zu produzieren bei den hohen Preisen für Kredite. Manche Leute verglichen dies mit Keynes.
Keynes sagte, wir brauchen Inflation als ein Heilmittel gegen wirtschaftliche Krisen. Und Volcker erwiderte darauf, nein, lass uns wirtschaftliche Krisen haben als Antwort auf Inflation. Und das ist so ziemlich genau das, was er tat. Er führte die USA in eine Wirtschaftskrise, die niemals endete. Er vernichtete große Teile der grundlegenden Industrie, Stahl, Chemie, Gummi und so weiter. Da gingen die Jobs verloren. Erinnern Sie sich an Obamas Zitat über die verbitterten Klammerer. Er sagte, vor 30 Jahren gingen die Jobs verloren, und nun haben wir diese verbitterten Leute, die sich an Gott und Waffen klammern und den Markt hassen. Aber wie wurden diese Jobs vernichtet? Das war Volcker. Die industrielle Basis der USA wurde ausgehöhlt und zerstört von Volcker. Und durch die Umweltschützer konnte dies als etwas Gutes umgedeutet werden. Der Widerstand gegen diese Maßnahmen innerhalb der Demokratischen Partei war gelähmt, weil es am Ende doch irgendwie eine gute Sache war. Wir werden keine qualmenden Schornsteine mehr haben, aber statt Schornsteinen werden wir einen Rückgang des Lebensstandards erleben. Seit ungefähr 1967 hat sich der Lebensstandard der USA um 2/3 verringert. Und das beinhaltet den durchschnittlichen Stundenlohn, es beinhaltet, dass die normalen Maßstäbe der Inflation dir nicht mehr sagen, wie hoch die tatsächliche Inflation gewesen ist, weil Gesundheitsversorgung, Versicherungen und andere Dinge kaum noch mit eingerechnet werden. Es beinhaltet, dass man 6 Wochen mehr pro Jahr arbeitet. Also hast du einen längeren Arbeitstag, eine längere Arbeitswoche, ein längeres Arbeitsjahr und der Urlaub schrumpft. Außerdem pendelt man seitdem viel weiter und man hängt zusätzlich noch ungefähr 2 bis 3 Wochen pro Jahr im Stau fest. Wenn du all das zusammenfügst, in Bezug auf die Belastung, die sich auf den durchschnittlichen Lebensstandard auswirkt, dann wirst du feststellen, dass der amerikanische Lebensstandard tatsächlich um 2/3 gesunken ist. Du kannst dir Shadow Government Statistics ansehen. Deren Index bestätigt meine Befunde. Er sinkt von ungefähr 300 Punkten in den späten 60ern, frühen 70ern auf ungefähr 100 heute. Was bedeutet, dass du 2/3 deines Lebensstandards verloren hast. Deindustrialisierung führt also zu Verelendung. Das heißt, dass der Lebensstandard der Mittelschicht zerstört ist. Außerdem müssen nun mehr Menschen arbeiten. Es reicht nicht, dass der Ehemann arbeitet. Die Ehefrau muss heute arbeiten, die Kinder müssen arbeiten, der Ehemann hat 2 Jobs, die Ehefrau 2 Jobs. Das ist, was Deindustrialisierung angerichtet hat. Und dies wäre schwer durchführbar gewesen, ohne die ideologische Vorbereitung durch grüne Fanatiker wie Holdren, Ehrlich, Meadows und Forrester, den Club of Rome sowie andere Scharlatane und Extremisten der 60er und 70er. Die Krankheit, von der wir reden, entstammt nicht in den USA, sondern Großbritannien mit Leuten wie Bentham und Malthus und Darwin. Einer der Assistenten von Gordon Brown war kürzlich sogar dermaßen indiskret, dass er offen erklärte, die Bevölkerung der britischen Inseln sollte um 30 Millionen Leute verringert werden. Das ist mehr, als Hitler jemals hätte erreichen können. Womit erneut der menschenfeindliche Fanatismus, der Völkermordwahn der angloamerikanischen Herrscherelite demonstriert wird. Sie hassen Menschen und wollen jene vernichten. Wenn du unter einer solchen Herrscherklasse leben möchtest, dann wird dein Leben scheußlich, brutal und kurz sein. Der Ursprung der Eugenik, des Rassedenkens in den USA, geht zurück insbesondere auf die Harriman-Familie. Averell Harriman war der Sohn eines Eisenbahnunternehmers. Er wurde öffentlich von Theodore Roosevelt beschimpft als ein Raubbaron und eine öffentliche Bedrohung. Harriman war ein Emporkömmling, ein Neureicher, der in Oxford studierte und dort mit dem alten Geldadel verkehren musste. Das stürzte ihn in eine fürchterliche Identitätskrise, ein tiefes Gefühl der Verunsicherung. Er wollte sich deshalb einen beeindruckenden Rassenstammbaum zusammenreimen und vorgeben, er gehöre zur angelsächsischen Herrenrasse. Seine Frau unterstützte dieses berühmte Treffen im amerikanischen Museum für Naturgeschichte, wo Nazis, britische und andere sogenannte Rassenwissenschaftler teilnahmen, also Scharlatane und frühe Wegbereiter des Genozids. Man wollte die Rasse verbessern. Es gab also US-Bundesstaaten, die anfingen, Leute zu sterilisieren und Heiratsurkunden zu verweigern.
Es gibt die Geschichten der Familien Kallikak und Jukes im Staat New York und ähnliche Dinge. Die Nazis sagten sogar, dass die USA uns in Bezug auf Eugenik einiges voraus haben. Also in mancherlei Hinsicht traten sie in die Fußstapfen von Harriman und seiner Gruppe. George Bush Senior repräsentierte in seiner ersten Amtsphase im Kongress River Oaks, Houston, Texas. Er wurde 1966 gewählt. Man musste ihm extra einen Distrikt maßschneidern zu Lasten von anderen, damit er eine Wahl gewinnen konnte. Vorher scheiterte er bei den Senatswahlen in Texas gegen Yarborough im Jahr 1964. Bush bekam der Pate der Eugenik. Er rekrutierte Shockley, Herrenstein und andere Fanatiker, die Schule der Bell Curve und so weiter. Mit anderen Worten, Leute, die von rassischer Unterlegenheit der nicht weißen Rasse reden und so weiter. Diese Leute hatten keinerlei Salonfähigkeit wegen der negativen Reaktion auf die Nazis. Aber Bush Senior tat alles, was er konnte, um diese Leute respektabel zu machen. Er brachte sie zum Kongress, er ließ sie Vorträge vor Gruppen aus Kongressabgeordneten halten, etc. Das wurde so weit getrieben, dass Wilbur Mills, Vorsitzender einer der wichtigsten Ausschüsse zu dieser Zeit, Bushes Namen mit einem spitzfindigen Begriff verballhornte. Bush war dermaßen an Verhütungsmitteln für die unteren Schichten interessiert, dass man ihn Präser Bush nannte. Bush Senior glaubt an die angelsächsische Herrenrasse. Das Problem ist, dass man als Teil der Herrenrasse stark in der Minderheit ist. Dermaßen viele andere Menschen sind außen vor. Er musste also etwas unternehmen, um das Bevölkerungswachstum der Nicht-Weißen zu begrenzen oder gar eine Verringerung herbeiführen. Dies ist eine der Sachen, an die Bush Senior meiner Ansicht nach tatsächlich glaubt. Ein Fixpunkt seiner Ideologie. John P. Holdren, der momentane Populationsberater und Wissenschaftsguru von Obama, ist sehr stark in der Tradition der Harriman-Eugenik-Bewegung verhaftet, die mit den Nazis in den 20ern und 30ern zusammenarbeitete. Dinge wie Zwangsabtreibung, Zwangssterilisierung, Eltern ihre Kinder wegnehmen, das Verhindern von Ehen, Ehelizenzen, für die man zahlen muss, Implantate und andere Dinge, um Geburten zu verhindern. Alles in der Nazi- oder Quasi-Nazi-Tradition der 20er und 30er. Die Mentalität der Oligarchie verändert sich nicht. Wir müssen uns daran erinnern, dass solange es menschliche Individuen gibt, es den einen, die wenigen und die vielen geben wird. Eine Person, kleine Gruppen und große Massen, dies wird immer so existieren. Dies sind ontologische Kategorien der menschlichen Existenz. Wenn du die Diktatur des einen hast, dann hast du ein ziemlich klar definiertes Problem. Der spontane Mob der Masse ist auch ein Problem, das man simpel verstehen kann. Aber was in der menschlichen Zivilisation immer wieder auftritt, ist die Herrschaft der wenigen, die Oligarchie. Das eherne Gesetz der Oligarchie, untersucht von deutschen Soziologen im späten 19. Jahrhundert. Der Zweck einer Oligarchie ist im Grunde nur eine einzige Sache. Ein Tyrann kann ein bestimmtes Projekt haben, ein Mob kann ein Ziel haben, aber eine Oligarchie hat eine einzige Aufgabe, die Oligarchie aufrechterhalten, ihr mehr und mehr Macht geben und es ihr ermöglichen, so zu existieren. Die Mentalität der Oligarchie basiert immer auf der Idee, dass es eine Elite gibt und eine Masse. Und es darf nichts dazwischen geben. In einer Oligarchie gibt es keinen Platz für eine Mittelschicht. Also muss die Elite sich selbst rechtfertigen. Aber basierend auf was? Warum sollten gerade sie herrschen? Sind sie klüger? Sind sie effizienter? Sind sie besser? Wahrscheinlich sind sie in keinem dieser Dinge führend, wahrscheinlich sogar schlechter in vielerlei Hinsicht. Also brauchen sie andere Mittel, um das irrationale Prinzip ihrer Dominanz zu rechtfertigen. Also finden Oligarchen generell immer Wege, um zu argumentieren, dass die Masse der Menschen an sich unterlegen sei, dass deren Leben nicht lebenswert wären und dass jene sogar näher an den Tieren stünden als an den Eliten. Also immer wenn du eine Oligarchenelite hast, wird diese immer versuchen, die Masse als dumme Tiere, als Untergebene oder als was auch immer zu porträtieren. Und das ist genau das, was wir sehen. Das ist sehr stark ausgeprägt in der angloamerikanischen Welt. Die US-britische Tradition ist nicht diejenige eines Diktators. Stalin, Hitler, sowas findet man dort normalerweise nicht. Es ist meist auch keine Herrschaft des Mobs oder eine Demagogie, obwohl es gelegentlich vorkommt.
Normalerweise ist es eine Oligarchie. Dieses Modell der Oligarchie stammt aus Venedig, der venezianischen Republik im Mittelalter. Und es wurde im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert nach Großbritannien exportiert, in Form der Whig-Partei, den aristokratischen Politikern, welche Großbritannien vom frühen 17. Jahrhundert bis 1832 regierten. Es ist also ein oligarchisches System. Die USA und Großbritannien sind eine polyzentrische Oligarchie. Man kann also nicht sagen, die Bilderberger leiten es oder die Trilaterale Kommission oder der CFR oder der Bohemian Grove oder was auch immer. All dies sind Machtzentren, die sich gegenseitig ergänzen und die nebeneinander koexistieren. Aber zusammengenommen ist es eine Oligarchie. Wenn man einen Tyrannen hat, dann kann man versuchen, ihn zu überzeugen, seine Politik zu ändern. Das ist möglich. Aber eine Oligarchie zu ändern ist schwerer, wie Platon aufzeigte, weil man so viele verschiedene Leute überzeugen muss, und sobald man einige von seiner Idee überzeugt hat, hast du andere zum Gegenteil überzeugt. Jene hassen dann nämlich diejenigen, die du überzeugen konntest. Das ist also das Problem, vor dem wir stehen in der angloamerikanischen Welt. Der Club of Rome ist zum einen eine Gruppe alter Faschisten. Aurelio Piccei war der prominenteste. Er war ein Faschist unter Mussolini auf der Balkanhalbinsel während des Zweiten Weltkriegs und hat dabei alle möglichen Verbrechen begangen. Und dann haben wir seinen Gefährten Alexander King, der die peinliche Tatsache zugab, dass der Zweck dieser Gruppe war, den Genozid der Dritten Welt auszuformulieren. Mit anderen Worten wurde die Gruppe geschaffen, um sicherzustellen, dass es keine Entwicklung der Dritten Welt geben wird und daher die schwarzen und braunen Menschen nicht zahlreich werden würden in der Welt. Der Club of Rome ist der Beginn einer neuen Welle der genozidalen Mentalität, welche Holdren und Cass Sunstein und andere Leute in der Obama-Regierung teilen. Wenn sich der wirtschaftliche Zusammenbruch zuspitzt, wenn sich die Krise verstärkt, wie es jetzt der Fall ist, werden wieder häufiger Begriffe genannt wie nutzlose Esser, unwertes Leben. Manchmal spricht man von unproduktiven Herdentieren oder überflüssigen Bevölkerungsanteilen wie Scrooge, der damit Bentham und Malthus folgt. Je schlimmer die Depression wird, umso mehr Menschen werden als nutzlose Esser und unproduktive Herdentiere bezeichnet. Wir stehen also vor dem Problem, dass die Ideologie immer schlimmer wird. Die Ideologie der globalen Erwärmung ist zumindest bis jetzt die extremste Form. Es heißt, dass CO2 ein Schadstoff sei und dass Kohlenstoff an sich schlecht sei, wo wir doch selbst eine Lebensform sind, die auf Kohlenstoff basiert. Verschmutzung soll das unvermeidbare Resultat der Menschheit sein. Menschen verschmutzen oder sind sogar Selbstverschmutzung. Das geht zurück auf Ehrlich und Holdren und deren Idee, dass die Menschheit ein Krebs auf der Erde sei. Die letztendliche Schlussfolgerung von allem ist Ausrottung, Genozid, das Konzentrationslager, Entvölkerung und ein Horror, der über alles hinausgeht, was man im 20. Jahrhundert gesehen hat. Das ist es im Prinzip, wo Obama hinführt. Wenn Holdren mit seinen eigenen Veröffentlichungen konfrontiert wird, die Werke, auf denen seine akademischen Auszeichnungen beruhen, möchte er am liebsten türmen und versucht zu argumentieren, er sei nicht länger der extremistische Umweltschützer von damals. Sein genozidaler Trieb hätte sich mit zunehmendem Alter gemildert. Aber ich glaube das keine Sekunde lang, höchstens, dass er im politischen Sinne ein kleines bisschen strategischer wurde. Er hat gemerkt, wie unvorteilhaft es ist, wenn Leute diese Informationen herumreichen. Es ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit, dass er überhaupt erst parlamentarisch für das Amt bestätigt werden konnte. Genozid wurde in der US-Politik mit dem Memorandum für nationale Sicherheit 200 von Kissinger 1974-75 offen zum Thema gemacht. Es hieß, dass, falls es Bevölkerungswachstum in Dritte Weltländern gibt, diese Nationen mit den USA um die begrenzten natürlichen Ressourcen konkurrieren werden, auf welche die USA den alleinigen Besitzanspruch erheben. Ich war persönlich auf der Weltnahrungsmittelkonferenz der Globalen Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation in Rom im Dezember 1974, wo auch Kissinger anzutreffen war. Which was attended by Kissinger.
Und ich hatte einige Flugblätter verteilt auf dieser Konferenz und die Reaktion darauf war, dass das UN-Sekretariat mich aus der Konferenz rausschmiss. Nicht, weil ich irgendwie die Betriebsamkeit behindert hätte, sondern einfach, weil ich die offensichtlichen Implikationen der Vorgänge aufzeigte. Auf derselben Konferenz brachte ein sowjetischer Abgesandter einen nützlichen Beitrag. Er sagte, wenn man die existierenden handelsüblichen Technologien für jeden zur Verfügung stellen würde, hätte man kein Problem mit 35 Milliarden Menschen auf der Welt. Das demografische Potenzial ist immer noch sehr groß, es gibt sehr viel Platz, aber sie schmissen mich raus. Die Argumentation Kissingers war, stopp Bevölkerungswachstum in Dritte Weltländern, weil diese sonst die vorhandenen Ressourcen ausschöpfen. Ich schätze, er beobachtet den heutigen Ölverbrauch Chinas und was die Chinesen in Afrika treiben, die ihre eigenen Angebote machen, um dort Ressourcen abbauen zu können. Eine andere Sache, die betont werden muss, ist, unter Carter und speziell unter dem Außenminister Edmund Muskie hatte man Global 2000 und Global Futures erstellt. Und das ist der eigentliche Wendepunkt, an dem Genozid, Bevölkerungsreduktion, Euthanasie und Bevölkerungskontrolle zu der vorherrschenden Ideologie der US-Regierung und des Außenministeriums wurden.